Puh, heute ist echt warm. Ich könnte echt zerfließen, gerade hier oben im Dachgeschoss. Und deswegen gönne ich mir jetzt erstmal einen leckeren Schluck von was Erfrischendem. Und nein, keine Angst, es geht jetzt nicht drum, das ganze Video, was ich jetzt gerade trinke, um cool und locker zu bleiben. Nein, das hat einen gewissen Zweck, warum ich das mache. Ich habe mir nämlich entsprechend eine 3D-Scan-App runtergeladen und mal versucht, sowas hier zu scannen. Und wer das schon mal versucht hat, weiß, dass das ziemlich knifflig ist. Und wenn ihr wissen wollt, was dabei rausgekommen ist, welche App ich persönlich nutze und welche ich euch empfehlen kann, dann bleibt dran. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Macorama.de. Und wir werden heute mal drüber reden, wie ihr mit eurem Smartphone Objekte in 3D einscannt, um die dann später auszudrucken. Und ich zeige euch mal schon mal einen kleinen Teaser. Das ist quasi das Ergebnis des Scans, beziehungsweise einen Scans, den ich gemacht habe. Ich habe mehrere Scans gemacht, aber einer war wirklich nur sinnvoll. Und zwar habe ich zum einen Polycam und Luma AI verglichen. Und ich muss sagen, die Ergebnisse sind schon ziemlich eindeutig, muss ich sagen. Ich habe als erstes mir mal angeschaut, welche Apps gibt es denn überhaupt. Und da gibt es dann, was weiß ich, Metascan, Luma AI, es gibt Polycam und wie sie alle heißen. Und ich habe mich in diesem Beispiel jetzt explizit für Polycam und für Luma AI entschieden. Ganz einfach, weil Luma AI einen komplett neuen Ansatz entsprechend verfolgt, nämlich Nerf. Das hat erstmal nichts mit der Nerf-Gun zu tun, die da hinten im Regal steht oder die hier überall verteilt steht. Nerf steht nämlich für Neural Radiance Field. Oh, ich habe es endlich hinbekommen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es heute jetzt schon zum fünften Mal versucht und das war für mich ein schweres Wort heute. Jedenfalls ist das quasi ein AI-gestütztes Photogrammetry, wenn man es so möchte. Aber diese Nerf-Technologie hat es echt in sich, denn die kann einige Sachen, die normale Photogrammetry nicht kann. Und das besprechen wir heute mal. Angefangen habe ich erstmal mit den Scans in Polycam. Und da habe ich erstmal mit LiDAR die ganzen Scans gemacht. Und wer sich jetzt fragt, was LiDAR ist, nun ab dem iPhone 13, glaube ich, war es, ist hier oben so ein schöner Sensor verbaut, da hinten im Kamera-Array. Das ist dieser schwarze Punkt, den man hier sieht. Da ist quasi der LiDAR-Sensor drin. Das heißt, der sendet Licht aus und man empfängt das Ganze über die Linsen. Und dann kann man natürlich über die Distanz, über die Geschwindigkeit, mit der das Ganze hin und her gereist ist, natürlich messen, wie weit ist denn der Abstand. Das funktioniert ähnlich wie hier vorne die Face-ID, ist eigentlich auch gedacht für größere Umgebungen zu scannen. Also jetzt hier so einen Raum oder sowas in Richtung. Das kann man ganz wunderbar einsetzen, wenn man zum Beispiel mal Immobilien scannen möchte, um ein 3D-Modell online zu präsentieren für eine Besichtigung oder sowas in Richtung. Da funktioniert das richtig gut. Für kleinere Objekte, die jetzt wie hier entsprechend auf dem Tisch stehen, funktioniert das Ganze nicht ganz so gut. Dann ist das eher so ein bisschen manschig. Und wo ich dann natürlich auch ein Problem habe, ist mit transparenten Objekten, weil da geht natürlich das Licht durch, das wird nicht richtig reflektiert. Ich habe zwar jetzt hier schon eine Flasche genommen, die nicht klar ist, also nicht weiß ist oder so hell ist, sondern noch ein bisschen Farbstich hat, in der Hoffnung, dass es vielleicht noch ein bisschen irgendwie reflektiert, aber Pustekuchen hat absolut gar nicht funktioniert. Ich habe hier oben den Stopfen in der Luft hängen gehabt und dann entsprechend unten drunter erstmal gar nichts und dann hier unten irgendwo den Ständer quasi, wo ich das Ganze aufgebaut habe. Und da habe ich natürlich im Versuchsaufbau auch versucht, mit so einem Ständer quasi das Ganze ein bisschen höher zu hieven, dass ich von oben und von unten Bilder machen kann, so gut es geht. Aber mit LiDAR hat das leider Gottes gar nicht funktioniert. Kennt tut man die Technologie natürlich auch aus dem Automobilbereich. Für autonomes Fahren wird das unbedingt benötigt. Und da ist es auch, glaube ich, genau der richtige Ansatzpunkt. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass zum Beispiel hier die ganzen Propeller leider Gottes nicht wirklich gut erkannt worden sind. Und wir haben hier vorne natürlich auch nochmal ein bisschen, naja, Plexiglas drin. Und hier hinten nochmal die Öffnung für den Akku. Und das hat das Ganze alles nicht erkannt. Das hat also das Ergebnis war wirklich erschreckend, muss ich sagen. Da habe ich einfach nur so einen Klumpen auf der Werkbank hier gesehen im Prinzip. Und das hat nicht wirklich gut ausgesehen. Dann habe ich gesagt, okay, probieren wir die Photogrammetry-Version von Polycam. Und die hat in der Tat deutlich besser funktioniert, muss ich sagen. Damit habe ich zum Beispiel mal hier auch die Propeller so ansatzweise entsprechend rausbekommen und kleine andere Details. Hier vorne waren zwar die ein oder andere Lücke drin, aber wir hatten schon mal ein Objekt, was man quasi freistellen konnte und mit ein bisschen Nachbearbeitungszeit dann auch, naja, drucken könnte. Wo ich dann aber auch nochmal ein Problem hatte bei Polycam war die Flasche. Und generell hat Photogrammetry auch das Problem mit transparenten Objekten, soweit ich das sehen konnte. Das Ergebnis war wirklich erschreckend. Ich habe auch hier dann nochmal nur so einen kleinen Teil von hier oben entsprechend in der
Flasche drin anzeigen können und der Rest war gar nicht vorhanden. Das heißt also, auch hier war die App nicht in der Lage, durch das Bearbeiten entsprechend den Rest der Flasche wirklich darzustellen. Und da muss ich sagen, das ist schon ziemlich traurig, dass das nicht funktioniert. Was auch nicht funktioniert, ist das Ganze irgendwie auf so eine, naja, auf so ein Turntable zu stellen, dass man das Ganze halt entsprechend über den Turntable dann sich drehen lässt. Das funktioniert natürlich auch nicht, weil die Photogrammetry funktioniert natürlich darüber, dass man im Prinzip einen Parallax-Effekt mit dem Hintergrund hat und dann auch der Hintergrund sich verändert und die App darüber erkennen kann, ah, okay, da ist das Objekt und da verändert sich der Hintergrund und dementsprechend kann er das dann natürlich dann zusammenstitchen und ein 3D-Modell draus machen. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, so eine transparente Flasche wie hier das, da verändert sich halt der Hintergrund durch die Flasche auch hindurch. Ich meine, ihr könnt mich ja zum Teil auch hier durchsehen, in meinen Augen zumindest mal. Das bedeutet also, die Kamera oder der Algorithmus, der das Ganze berechnet, erkennt den Hintergrund und sieht, ah, da ändert sich was, erkennt aber nicht, dass da eigentlich eine Flasche ist. Da ist dann nur eine farbliche Änderung im Hintergrund und das ist halt das Problem. Und dann hatte ich die Hoffnung schon fast aufgegeben und habe gedacht, okay, probierst du nochmal mit allen Objekten Luma AI aus. Und da muss ich sagen, bin ich aus allen Wolken gefallen. Denn das Ganze ist nicht nur, naja, erstmal kostenlos, soweit ist es momentan alles noch im Beta-Stadium. Aber ich muss sagen, die Ergebnisse können sich richtig sehen lassen. Die Drohne sieht richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Selbst die Propeller hier sind ordentlich dargestellt. Auch hier die Füßchen sind richtig dargestellt. Okay, hier vorne beim Plexiglas habe ich die ein oder andere Lücke drin. Das ist geschenkt, okay, da kann man noch mal ein bisschen nachbearbeiten. Und ansonsten muss ich sagen, ist das Objekt eigentlich richtig gut rausgekommen. Klar, da wo es auf diesem Standfuß quasi drauf gestanden hat, das lasse ich jetzt mal aus, da weiß ich, okay, da kann ich von unten keine Bilder machen, weil da ist die Fläche halt entsprechend durch den Unterboden entsprechend verdeckt. Wo mir aber wirklich die Kinder darunter gefallen ist, war bei der Flasche. Und ich blende euch jetzt noch mal ein bisschen B-Roll ein, wie das Ganze denn, naja, in der App aussieht, und zwar in verschiedenen Modi. Und zum einen kann man natürlich so eine Art Auto-Animation anschmeißen. Das heißt also, man sieht, wie Luma AI dann automatisch so in verschiedenen Bewegungen um das Objekt herumfährt und auch ein bisschen die Umgebung anzeigt. Zum anderen aber auch ein Panorama-Mode sozusagen, wo man quasi selbst in dem dreidimensionalen Raum um das Objekt herumfahren kann. Und dann natürlich auch nochmal der freigestellte 3D-Modus, wo man nur das Objekt sieht. Und in dem Fall war das auch wirklich nur die Flasche und natürlich der Standfuß, das Podest, was ich unten drunter hatte. Und da muss ich sagen, bin ich aus allen Wolken gefallen, denn das sieht schon richtig gut aus, wie ihr das sehen könnt. Und da fehlt mir erstmal gar nichts, was ich so großartig brauche. Klar, man hat hier und da nochmal die Lücken, die man nochmal ein bisschen nachbearbeiten muss. Und im Slicer, wenn ich das da so reingehauen habe, in den Brewster Slicer, hatte ich erstmal das Problem, wenn ich das Ganze slice und für den Drucker aufbereite, das sieht zwar erstmal als OBJ-Datei erstmal gut aus, aber im Geslice-Modus sieht man, da sind dann noch Lücken dazwischen und die habe ich jetzt mal mit einem Zylinder aufgefüllt. Und als ich die mit dem Zylinder aufgefüllt hatte und angefangen habe, das zu drucken, kam das Ganze so raus. Ich weiß, es wird der eine oder andere sagen, ach, das sind aber noch hier so die ganzen Krater drin, diese ganzen Löcher und alles drum und dran. Aber das habe ich quasi, dieses 3D-Objekt habe ich von dieser Flasche, von dieser transparenten Flasche in quasi 5 Minuten gescannt, gesliced und auf den Drucker gepackt. Und da muss ich sagen, ist das Ergebnis dafür dann doch schon richtig, richtig gut. Und mit ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Hirnschmalz, das man da reinsteckt, vielleicht auch nicht so eine transparente Flasche, sondern vielleicht hier so eine WD-40-Dose oder irgendwas in Richtung, oder aber auch so ein Din Djarin Mandalorian-Büste quasi, könnte man damit schon richtig geile Sachen machen. Vor allen Dingen, wenn man irgendwas hat, was kaputt ist, was man gerne reproduzieren möchte und weiß, okay, da ist ein Stück rausgebrochen oder so in Richtung, man scannt das Teil ein und dann kann man das ausgebrochene Stück quasi ersetzen nochmal, vielleicht in Fusion 360 oder einem anderen Programm und kann es dann am Schluss drucken und man hat ein passgenaues Teil. Und das muss ich sagen, finde ich echt genial. Ja, die ist noch ein bisschen unterdimensioniert, würde ich mal sagen. Da könnte ich natürlich nochmal den Durchmesser von der Flasche messen und das dann entsprechend, und auch die Höhe und alles drum und dran, und könnte es dann entsprechend in Relation setzen. Aber first try, hat 5 Minuten gedauert, muss ich schon sagen, ist es ziemlich geil. Und es kostet vor allen Dingen nichts. Luma AI ist momentan noch kostenlos, habe ich erwähnt, während Polycam zum Beispiel mal eine kostenlose 3-tägige Testphase an, aber danach wird es dann schon recht teuer, muss ich sagen.
Und für die Ergebnisse, die ich aus der App rausbekommen habe, muss ich sagen, ist mir das Geld momentan noch nicht wert. Bei Luma AI wäre ich sogar bereit, nochmal ein bisschen Geld dafür zu bezahlen, wenn vielleicht noch Funktionen dazukommen, dass hier nochmal Lücken aufgefüllt werden oder so in der Richtung. Und die Skalierung natürlich auch nochmal entsprechend angepasst werden könnte. Und da muss ich sagen, das ist ein echt hilfreiches Tool. Dafür braucht man dann nicht wirklich einen teuren 3D-Scanner sich noch extra dazu zu kaufen, den man vielleicht mal ab und an benutzt, sondern das Ganze funktioniert mit einem herkömmlichen Smartphone. Das heißt, man braucht keinen LiDAR-Sensor wie jetzt hier, sondern einfach nur eine Kamera, mit der man Bilder aufnehmen kann, die relativ qualitativ hochwertig sind. Und dann kriegt man relativ schnell auch sowas hier raus. Das Bearbeiten, also dass man lädt die Bilder quasi in die Cloud hoch und die Cloud bearbeitet das Ganze dann für einen und dann kann man das Ganze runterladen. Das dauert dann noch mal ein paar Minuten, bis das Ganze dann entsprechend bearbeitet ist. Ich kann mir vorstellen, dass man sich dann später einen besseren Platz entsprechend kaufen kann, damit man schneller die Sachen bearbeitet bekommt. Aber das ist alles noch im Rahmen und muss ich sagen, werde ich mit Sicherheit in Zukunft öfter nutzen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr sowas nicht weiter verpassen wollt, solche Videos, dann abonniert doch bitte den Kanal. Und vielen lieben Dank nochmal am Schluss an meine Patreonen, die mich mittlerweile zahlreich unterstützen. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.